Nice! Plötzlich haben wir ein paar FP auf unserem Konto. Das hat sich voll gelohnt. Plötzlich haben wir 35. Los geht's! Kaboom! Und schon können wir ihn fast steuern, Mann. Wenn sich das mal nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. voll okay. Okay, wir haben hier noch maximale Kapazität. Wir müssen hier noch ein paar Dudes rumeiern. Kann ich die gerade nochmal killen und dann mich darüber freuen, dass wir es geschafft haben. Alternativ finde ich jetzt hier einfach einen Kaktor irgendwo, was natürlich auch richtig, richtig cool wäre. Wow, er ist mir einfach entkommen. So, Ignis unlocked. Fähigkeiten und hier und hier. Kann ich jetzt auch schon als R rumlaufen? Nein. Okay, wir wollen nochmal einen Kampf. I need some fighting. Hier vorne. Guck mal, da sind ein paar Dudes. Nutzen wir gerade mal das Decken, die Deckung, das Decken vor allem. Decken wir uns gerade mal ein bisschen und dann unsere MP zurück, damit ich hier jetzt gleich richtig fett Damage machen kann. Guys, we got a little problem over here. Cool, we'll take care of it. Alone, that wasn't part of the deal. Nice. Aber warte, eigentlich war ja der Plan. You got this? Nice, okay. Oh mein Gott, ja, ist okay. That was a rather tiring. Hey, das hat richtig nicht so viel gebracht irgendwie. Ich kann sie aber auch nicht im Dings steuern, ne? Weißt du, ich bin so ein Vollidiot einfach. Will in den Kampf gehen, damit ich Ignis steuern kann. Und dann kommt mein Mega-Gehirn, das einfach richtig Bombe ist. Und macht einfach nur Scheiße die ganze Zeit. Zumindest haben wir einen Dude killen können. Und wir wissen, dass es jetzt geht. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und wir müssten jetzt theoretisch unsere Lanze abholen können, falls ich überhaupt abgegeben habe. Ich weiß es gerade gar nicht. There y'all are. Here's your weapon now. Sehr gut. Jetzt können wir uns theoretisch sogar die Ultima-Waffe, glaube ich, holen. Ich glaube, das müsste sogar gehen. Ausrüstung, er hier, weil der zweite Speer ist einfach fucking stark, Mann. Dann kann ich dir das hier geben. Lass mich kurz brainstormen, ob ich noch irgendwas machen muss. Ich glaube eigentlich nicht. Ich kann mal mit Sydney reden. Hey Prince, can I borrow you for a sec? Let me guess, another favor? You're gonna ask me that every time, ain't ya? But as it were, I was hoping you might find something for me. No problem. One of us will do anything for you. And which of y'all would that be? Anywho, I need y'all to fetch me some fiberglass coating. I asked a hunter to bring some back, but wouldn't you know it? Fella took a break somewhere and left it behind. Funny thing is, I ordered it with you boys in mind. If y'all go fetch it for me, I'll throw it on the regalia for you. Tada! Glanz auf Rädern. Das können wir direkt auch gleich noch machen. Well, ain't you a lucky one? I've got just the thing. What'll it be?
Wann mache ich meinen OnlyFans-Account auf? Vielleicht in Zukunft, wenn es mit YouTube nicht mehr läuft. What are you fixing to upgrade? So, packen wir das doch direkt mit drauf. Y'all just sit tight now. Fixed her up real nice. Sehr schön. Ich habe hier noch ein paar Sachen, die ich verkaufen kann. Einfach damit ich, Who knew the hunters made deliveries? In addition to kicking ass and keeping the peace. Ich wieder Geld habe. Was habe ich denn hier so? Das hier, das, was ich auf jeden Fall nicht brauche. Much appreciated. Die Münzen sind noch wichtig. Die Muschel kann ich anscheinend verkaufen. Einen hohen Verkaufswert, finde ich gut. Sortieren wir das gerade mal. Wahrscheinlich ist dann der ganze Kram, den ich verkaufen kann, hier unten. Das kann auch weg. Das Chromstück ist, glaube ich, auch egal. Auf jeden Fall darf ich die Münzen nicht verkaufen. Also die verrosteten Münzen sind wichtig. Das ist auch das Einzige, was wichtig ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, das passt. So, und schon haben wir wieder Gash. Okay, dann automatisches Fahren zum Aufgabenziel. Wie wäre es, wenn wir einfach sagen... Das machen wir nicht. Sondern wir machen tatsächlich das hier. Oder nee, warte mal kurz. Kann ich tatsächlich schon... Nee, kann ich noch nicht. Okay, wir können sie doch noch nicht holen. Doch, können wir. Wir müssen nämlich nach hier. Aha. Das hier ist egal. Ich habe mich vertan. Wir müssen nämlich nach hier. Hier ist gut. Das bedeutet... Parkplatz. Was ist denn so das... Beste, was da so nah dran ist? Das ist okay. Dann würde ich da einfach mal hinfahren, ehrlich gesagt. Das ist nicht so gut. Aber das passt. Ready for more? You bet. Let's hit it. Geht doch. Genau das wollte ich. Mehr wollte ich gar nicht. Das war mein kompletter Wunsch die ganze Zeit. Wir müssen nämlich nochmal zum Rastplatz da hinten zurück. Weil wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns zumindest auch die ganzen Informationen noch holen. Jetzt gehen wir alle nochmal kurz Pipi machen und dann geht's weiter. Lord Ravis Nox Flore was recently appointed Imperial High Commander. However, due to grievous wounds sustained in the Citadel, he has been recalled to Niflheim for treatment. Citizens are assured he will resume peacekeeping efforts in Lucis once recovered. Verrückt. Welcome to the Crow's Nest. So, are we ready for a feast? Perfekt. Mehr wollte ich gar nicht. Here's our menu. Ich glaube, das ist egal. Please come again. Where should we stay tonight? So, weiter geht's. Manuelles Fahren. Time to go. All right. Ich glaube, ich habe hier keinen Laden übersehen, aber eigentlich ist hier nichts, ne? Ich glaube nicht. Gab es eigentlich einen Speed-Button, dass man nochmal schneller fahren konnte, oder bilde ich mir das nur ein? Ich glaube, da war was, oder?
Ich glaube, eigentlich konnte man das machen. Ich glaube, eigentlich war das möglich. Ich glaube, eigentlich konnte ich dieses Auto in ein Need for Speed Mobile umwandeln und dann einfach richtig hart, krass Gas geben. So, warte mal kurz. Wir müssen weiterfahren. Okay. Ich weiß noch, dass man sich neue Scheinwerfer kaufen konnte. Man konnte sich dieses ganze Auto zusammen tunen. Das ist halt ein bisschen cool. So, dann parken wir auch direkt hier nochmal. Hier kann ich mir wieder Final Fantasy Lieder kaufen und das ist halt immer gut. Might want to stock up on potions and stuff. Nice. You're being helpful for a change. What do you mean for a change? Let's call it. Immer dissen alle prompto. So, Final Fantasy 9 Hits 1 und 2, Alter. Voll gut. Schauen wir gerade mal, was die Waffen sagen. Das ist okay, aber wir kaufen uns gleich ein. Das wäre vielleicht ganz praktisch für Gladio. Ich glaube, die ist nicht so gut. Ich glaube, die sind besser als das, was wir haben, oder? 66, 58, nicht so wirklich. Das ist auf jeden Fall besser als das, was Prompto gerade hat. Den Schild können wir uns auch mal holen. Und... erhöht die Stärke. Erhöht Vitalität. Kugelsicher. Erhöht Magie. Ich glaube, da macht das hier immer noch am meisten Sinn. Ach, mein ganz schönes Geld. Ah nee, warte, du hast das Fusion Sword. Das ist eigentlich fucking OP. Daher... theoretisch können wir es behalten. Aber ich glaube, wir gehen da wieder den usual way. Was macht der Bronzreif? Ihr habt das LP Maximum, ihr bekommt alle ein Granatarmband. Und du bekommst das hier, damit du wieder ein bisschen stärker bist. Der Rest ist egal. Kugelsichere Weste und... wahrscheinlich die LP-Regeneration. Aha, aha. Eigentlich brauchst du mehr HP, weil du einfach immer verreckst die ganze Zeit. Leider. Ich will mehr Schaden machen, so. Zeit für mehr fahren. Wir haben Final Fantasy 9, Alter. Zeit für ein bisschen Final Fantasy 9 Musik. Voll nice. Lohnt es sich, eine Switch Lite zu kaufen, sich da? Also ich finde eine Switch Lite mega unnötig. Also ich würde halt immer den 100er noch drauflegen und mir eine normale Switch kaufen, weil du die einfach im Fernseher benutzen kannst. Und das ist halt... also ich spiele halt lieber am Fernseher als unterwegs. Und wenn ich Bock habe, unterwegs zu spielen, kann ich halt auch die andere Switch benutzen. Die normale. Also du hast einfach mehr Optionen. Ich finde mehr Optionen und einen größeren Bildschirm einfach immer cooler als, kleine. Also es ist halt... ich finde, die Kleine ist halt einfach nur teuer für das, was sie bietet. Und da habe ich dann lieber die Große, wo ich einfach mehr Optionen habe. Daher, ich persönlich würde sagen, nee, Switch Lite lohnt sich meiner Meinung nach nie. Lieber einfach direkt die normale kaufen. Von mir ist auch gebraucht. Dann zahlst du halt 50 Euro mehr, aber hast halt einfach die Option, die auch am Fernseher anzuschließen.
So, bin ich hier richtig? Genau, hier lang. Und jetzt hier. Und dann hier so ein Zickzack fahren, dann sind wir da. Sehr gut. Außerdem kriegt die Große bald eine mega nice Animal Crossing Edition. Ja, aber... Muss ja nicht jeder Animal Crossing mögen. So. Ich meine, ich finde die Animal Crossing Switch halt übelst hübsch. Also wirklich, no joke, ich finde die richtig, richtig hübsch. Aber halt. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt jeder kaufen. Wobei man aber auch sagen muss, dass bei der Animal Crossing Switch halt auch das Spiel mit dabei ist. Das ist halt, das ist halt cool. Das Dock ist nicht so meinsichtig da. Ich finde das Dock gerade cool. Einfach weil es mal ein weißes mit einem Muster drauf ist und kein gummelig schwarzes. Das Spiel ist nicht dabei, sehe ich da. Doch, ist es. Bäh. Ich sage, es ist mit dabei. Es ist nämlich in Amerika nicht mit dabei, aber da kostet die Switch ja auch nur 299 Euro. Und in Deutschland kostet die 380 und da ist das Spiel als Download-Version mit reingelegt. So, jetzt müssen wir nach... hier... Wir fahren übrigens auf den Dude dazu, den großen Berg. Denn da oben finden wir die Glasperle, die wir brauchen für das Schwert. Und dann können wir theoretisch sogar noch, uns das Horn holen, was wir brauchen, um dann die Ultima-Waffe zu machen. Und mit Glück dauert das gar nicht mal so lange, ehrlich gesagt. Lass mich kurz schauen. Okay, wir fahren richtig. Macht es Sinn, da 80 Euro draufzulegen für ein Spiel? Also, du musst es halt so sehen, normalerweise kostet die Switch ja nur... nur... We've reached a creature crossing. Wow. Where do you think they're all going? We could always follow them and find out. Sie gehen einfach über die Straße und bleiben da. Ein Creature Crossing. Oha. Normalerweise kostet die Switch ja 320 Euro und nicht 300. Daher, so oder so kostet das Spiel, so gesehen, nur 60 Euro. Und ob du es dir dann halt so digital kaufst und einfach immer spielen kannst oder halt als Box besitzt, ist halt so, Willst du mal schauen? Okay, wir müssen einfach nur noch der ganzen Geschichte hier folgen, dann ist alles gut. Ich finde es bei Animal Crossing tatsächlich praktischer, das Spiel als digitales Spiel zu besitzen, weil es halt einfach so ein Ding ist, was du immer mal wieder spielst. Du machst es halt jeden Tag irgendwie an. Und in dem Fall, dass du es tatsächlich mal irgendwie, dass du mal irgendwas anderes spielen möchtest, musst du halt immer wieder die Cartridge reinpacken, was halt fucking nervig ist. Daher, tatsächlich macht es bei Animal Crossing Sinn, dass das Spiel digital ist, ausnahmsweise. Aber ja. Man kann es natürlich alles immer billiger kriegen. Wenn du dir nicht die Animal Crossing Edition Switch kaufst, sondern eine normale, kannst du die teilweise für 275 Euro bekommen. Und dann kannst du ja auch das Spiel irgendwie noch Gebrauch kaufen, vielleicht für 40 Euro anstatt für 60. Und dann sparst du halt einfach ewig viel und hast dann halt keine 380 Euro bezahlt, hast dann aber halt auch keine Special Edition Switch. Muss halt immer gucken, wie ist es einem wert.
Warte mal kurz, ist hier... Hier ist zumindest so ein Waffenshop. Hier ist ein normaler Shop. Okay, dann parken wir kurz mal. Fucking Fliegen, Alter. Aber auch immer so eine kleine Mini-Fuck-Fliegen, so, die halt richtig nerven. Du kannst mir Final Fantasy 12 Hits verkaufen. Thank you kindly. Thank you. So. Hier irgendwo noch so ein Dude. Und hier ist noch ein verrostetes Metallstück. Kann ich bei dir bessere Waffen kaufen? Kann ich sogar. Holy shit, warum habe ich mein ganzes Geld überall sonst ausgegeben? Big Oof, Alter. Vielleicht sollte ich hier gleich mal ein bisschen farmen gehen, damit ich einfach meinen ganzen Kram ein bisschen aufleveln kann. Kann ich hier zu Fuß hochlaufen? Ich glaube, das dauert mega lange. Ich kann auf jeden Fall das Ding jetzt entfernen. So. Time to go. Alright. Hier nicht auch noch irgendwas? Irgendwo hier konntest du Monster besiegen. Ich glaube, das war so eine Jagdmission, ne? Bin ich hier schon richtig? Ich weiß, dass ich hier irgendwo rein kann. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wo genau. Auf jeden Fall müssen wir hier parken. It should be a nice change of pace. Spiele ich mit Mods, lese ich da gerade. Tatsächlich nein. Kann ich irgendwo campen? Shit, ich hätte ihn nach Infos fragen sollen. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, hier ist irgendwo ein Camp. Tja, schade, müssen wir ja so durch. About some light, indeed. What? Ich komme hier gar nicht durch? Ich weiß halt nur, dass ich da eigentlich hoch muss irgendwie. Und ich dachte, das würde schon gehen. Aber wenn sie jetzt hier einfach einen Zaun hingestellt haben, ist das ja ein bisschen doof. Egal, wenn es eh dunkel ist, fahre ich kurz nochmal zurück, penne irgendwo und dann komme ich wieder. Weil halt im Dunkeln siehst du ja auch einfach gar nichts, Alter. Time to go. Mhm. Verursachen wir einen Crash? Nein, schade.
So how about a breather? So, fix mal übernachten. You ready to rumble, Knot? In King's Knight? Oh yeah, I'm game. In that case, I'll join you. Bing, bing. Was haben wir denn hier so? Guck mal, das ist ein cooles Bild. Das mag ich. Oh, das ist sehr dreamy, Alter. Das ist cool. Das war's. Hey, es. Hey. So, und nochmal. Morning. Kann ich ihn überhaupt nach Informationen fragen? Welcome. Nee, kann ich gar nicht. Dann hat sich das ja auch erledigt. Kann ich dich nach Informationen fragen? Welcome, boys. Looks like you could use a good meal. Ah, bei dir geht das. Ask me anything. Okay, da oben wäre ein Zeltplatz gewesen. Ah, da müssen wir rein. Okay. Damit kann ich leben. Siehst du, hat sich gelohnt, dass wir hier waren. 4800? Holy shit. Wir nehmen die Pommes, Alter. Mehr können wir uns nicht leisten. Wir sind leider broke. Bon Appetit. Oh, Mann. Come again. Ich glaube, bei dem Dude kannst du tatsächlich so eine Jagdquest annehmen, wo du so Skorpione die ganze Zeit killen musst, die verhältnismäßig viel XP geben. Und dann musst du halt hier mal hin und her rennen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine valide Strategie, um auf Level 99 zu leveln. Wobei, sie haben das Level Cap ja angehöht. Das ist ja jetzt auf 120, nicht mehr 99. Daher. Cool. Mal gucken, ob wir auf 120 kommen. Ah, ich sehe gerade, die bessere Quest ist die, wo man. Stimmt, das war die mit den kleinen Drachen. Ich bin ein Idiot. Es tut mir leid. Wir parken einfach hier. Who cares? Auf der Straße. Stimmt, das waren so kleine Mini-Drachen und da hat es auch ordentlich Geld für gegeben. Ich erinnere mich. So, dann gehen wir jetzt nach hier, steigen den Berg hinauf, holen uns die Glassphäre, gehen den ganzen Weg wieder runter, holen uns das Horn und haben dann einfach in Kapitel 3 die Ultima-Waffe. Und auch wenn sie Ultima-Waffe heißt, sie ist tatsächlich nicht die stärkste Waffe im Spiel für Noctis. Aber haben oder nicht haben, so. Ich ist gerade ein Traum, weil der große Vogel nicht da ist. Das stimmt. Um einfach schon mal zu spoilern, der fette Vogel, der wäre normalerweise oben auf dem Berg, aber der ist jetzt nicht da. Ich glaube, das ist auch ein Jagdquest. Dass du irgendwann so eine Jagdquest bekommst, den zu killen, und dann ist der da. Und dann hast du halt so eine übelst spektakuläre Cutscene. Und die müsste ich theoretisch eigentlich auch machen. Nice. Steh auf dieses Kampf-Theme, Alter. Sehr schön. Oh yeah. Der Vogel ist wieder Behemoth, Riesenhummer, eine Auswahl bei Gladius Nudelsuppen-Quest. Oh mein Gott, echt? Das wusste ich gar nicht. Das ist cool.
Well, it's an uphill climb. Looks pretty insurmountable to me. Da müssen wir hoch. Da kommen wir gar nicht drum herum. Just think about what's waiting at the top. Let me guess. One aching back and two very sore feet. Like you couldn't use some meat on those legs of yours. They work for me. Das Erklimmen des Berges ist tatsächlich relativ unspannend. Also da passiert gar nicht mal so viel. Sehr gut. A little out of our comfort zone. Why do I ever leave my car seat? Kann ich eigentlich dann in der Nudelsuppen-Quest gegen alle drei Monster gleichzeitig kämpfen? Also, dass ich erst dann zum Vogel gehe, dann zum Hummer und dann zum Behemoth? Ginge das? How many times? Enough talk. Time for some action. Don't be late. Ich weiß, dass ich irgendwie ihre Hörner anvisieren muss, ehrlich gesagt. Ich habe vergessen, wie das geht. Ah, na bitte. Schon. Ach, verdammt. Ist es schon tot? Verdammt, es ist tatsächlich schon gestorben. Oh Mann, das hat sich gar nicht gelohnt. Ich habe vergessen, wie man nochmal die ganzen Dudes anvisieren kann. Also zwischen denen wechseln kann. Ich weiß, dass das irgendwie geht. That's it. What's what? I've come up with a new recipe. Can't wait to try. Memes! So. Killer climb, dude. It's killing me. Feeling a steep pain. One false step and you won't feel anything ever again. Uiuiui. Muss man ja tatsächlich aufpassen, wo man hier hintritt. Wenn meine dicken, fetten Freunde mir nicht so fett im Weg stehen würden, wäre das auch direkt wieder machbarer. Are gonna give. Don't even want to think about how sore I'm gonna be tomorrow. Komm schon, du standest eben. Okay, dann nicht. Oh, bitte. Hm.
Ich hatte nicht im Kopf, dass das so eine Dramatik war, hier hochzukommen, Mann. Ah, na bitte. So, das hat geklappt. Lag, lag. Das war nicht das, was ich wollte, aber das ist okay, das nehme ich auch. As we climb, so does the temperature. Uh-huh. I'm no geologist, but I'm pretty sure this is a volcano. Hey, what are the chances of it erupting while we're here? Bright side, you won't suffer long if it does. I'm burning! Schnell durch hier. We've two paths before us. Knox! Choose how solid it is. Ow. Choose the one that's not a dead end. Easier said than done. Nice. Voll die, voll der gute Move, Alter. Nothing to it. Okay, ein Magieflakon ist auf jeden Fall auch echt richtig praktisch. Und ich glaube, hier hoch müssen wir nicht. Chris spielt Verum Rex. Wow! This is like a real life RPG. Klappt richtig gut. Bin ich sehr stolz drauf gerade. Uff, okay, ist ein bisschen. Ist vielleicht ein bisschen dramatisch hier gerade. Ich weiß nicht, ob ich mich mit denen anlegen soll. Ich glaube, das könnte ein bisschen prekär werden, ehrlich gesagt. Kurz mal wegwarten, kurz mal in Sicherheit gehen. Kann ich den Vogel mitnehmen? Damit der schon mal die Klappe hält. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, den ersten haben wir. Den zweiten anscheinend auch. I'm comfortable just being alive. Hui! Time to face the cliff head on. By face, you don't mean climb. You got a better way up the rock. Ich wusste nicht, dass man in dem Spiel klettern kann, ehrlich gesagt. Mehr Monster? Nicht mehr Monster. Final Fantasy XV hatte so nice Musik. Ich frage mich, wer sie gemacht hat, Mann. Ich frage mich, wer für die Musik verantwortlich war. Das kann nur eine Person gewesen sein, die einfach richtig, richtig gute Musik gemacht hat. Und von der man einfach mehr Musik hören sollte, finde ich. Apropos,
Musik. Ich bin mega glücklich, dass Uematsu was am Final Fantasy VII Remake Soundtrack gemacht hat. Auch wenn es anscheinend nur ein Track war, aber das reicht mir. Bin ich komplett happy mit, Mann. Vor allem ist der Soundtrack halt auch einfach richtig krass gut, Mann. Der ist ultra gut. Das klingt gut. Komm, wir zelten. Ey, der macht Musik für Final Fantasy VII Remake. Das macht mich sehr, 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 sehr glücklich. Das macht mich richtig, richtig happy. Hey, Vault Hunter. Macht mich das glücklich. Vor allem ist halt auch einfach der Remix-Sound, also die Remixe von seiner Musik sind auch einfach unglaublich fantastisch, Mann. So gut. Das ist süß. Das ist eigentlich ganz cool. Das geht so. Der Dude ist old. Ja, der Mensch ist halt, der ist übelst alt, Mann. Weißt du, Leute werden ja immer mega traurig, wenn irgendwelche berühmten Menschen sterben. Und ich glaube, wenn Uematsu irgendwann mal stirbt, werde ich richtig sad sein, Alter. Also, wenn der Typ irgendwann mal nicht mehr da ist, das ist halt echt, das ist ein richtiger Verlust für die Videospielwelt, Mann. Hold up. Down there. What is that? Nichts? Die Glassphäre, das ist alles, was ich wollte. Jetzt können wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Watch your step, kid. No room for slip-ups, Nacht. I'm not the clumsy one. Wobei man ja auch bedenken muss, Japaner werden ja einfach unfassbar fucking alt und die haben einfach eine Arbeitsethik wie kein anderer Mensch. Daher, ich glaube, von dem werden wir noch ein bisschen was haben, eine Weile. Well, here we are. Didn't expect any less from you. Good. This doesn't look too good. Bring it on. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Können wir ein bisschen mit ihm hier spielen. War nicht eins hiervon einfach übelst OP? Das weiß ich noch so ein bisschen. Ach, wir sind verwirrt. Deswegen funktioniert das nicht. Prompto ist tot. Ja, das ist alles sehr tragisch. Oder ist er tot? Warum kann ich ihm nichts geben? Ah, okay. Nice, okay. Sehr schön. One false move and we're done for. Just keep it together, Prompto. I'm dying of thirst here. War ein bisschen shaky, aber wir haben es geschafft, also. Ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich einfach nicht. Oh, nice. Ja, richtig, richtig gut mit seiner, mit seinem Dingsbums-Schwert hier anzugreifen. I'm dying, Squirtle. It's all you. Roger. Come on, cover.
Ich mag es, dass Ignis einfach mega der Dragoon ist, Mann. Das ist voll cool. Nowhere left to climb. Should we check out the area below? Oh, nice. I'm down if you are. Schade, dass wir hier nichts mitnehmen können. Nicht mal halt eine Feder oder sowas. Einfach so als Andenken. Ich glaube, hier sind auch irgendwo Items drin, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Aber halt, das ist einfach so, das Environmental Design von Final Fantasy XV ist einfach fucking großartig. Ich meine, das hier ist total geil, Mann. Mega gut. Hey, Strabo King, was geht ab? Jetzt geht's den ganzen Weg wieder nach unten. That was terrifying. But the worst is behind us. Wow. You know, warte. This view might be worth the climb. Wouldn't go that far. Okay, ich dachte, hier wäre noch was. Aber darunter kann ich nicht. Aber ja, es ist schon Aussicht, ne? Ist schon Aussicht. Sieht schon ganz gut aus. Besonders das Texturenfetzen da unten, das kann einiges. Halt und... so Stuff wie das hier ist halt einfach, warum die erste Hälfte von Final Fantasy XV einfach richtig, richtig gut ist und die zweite Hälfte einfach nicht. Weil in der zweiten Hälfte hast du halt sowas nicht, dass du mal so auf die ganzen Lande hinausschaust und einfach so ein bisschen die Umgebung dir verinnerlichen kannst. So, das gibt's halt da einfach nicht. Und das ist halt voll schade. So, dass du den zweiten Kontinent einfach nicht erkunden kannst, wird für immer einfach eine Schande bleiben. Und es ist für immer einfach mega schade. Let's go. Yep. How many times? Enough talk. Time for some action. Ich weiß nicht, wie ich die anvisieren kann, Alter. Ich weiß nur, dass es geht. Okay, das war nur ein Drillhorn. Ich glaube, das war nicht das, was ich brauche, oder? Oh komm, ich hab voll geblockt, Alter. Sehr schön. Bis später, Jennico.
Ach, dann geht jetzt das Grinding los, dass wir uns ein solides Drillhorn besorgen. Und dann habe ich einfach die ultimative Waffe für Noctis, Mann. Finde ich ziemlich, ziemlich gut. Hey, benutzt euer eigenes Hirn, Alter. Sehe ich aus wie eure Mama, die euch sagen muss, was ihr machen müsst im Kampf? Greift das Monster an. Uff. That's better. That wasn't so bad. Das war cool, das mochte ich. Schmuck. Noch ein paar Skorpione mitnehmen, einfach um die Stacheln dann zu verkaufen, weil wir das Geld unbedingt brauchen. So. Ich weiß so halb, wo man ein solides Drillhorn herbekommt. Ich bin mir noch nicht mehr so 100% sicher, wo das war. Ich weiß nur, dass ich weiß, das kannst du so kriegen auf jeden Fall. Weil ich habe das damals auch so bekommen. Ich könnte 100% in meinem alten Let's Play einfach nachchecken, wo ich das her habe, weil ich habe da die... Ich glaube, ich habe das aufgenommen und ich glaube, ich habe da die Stelle halt tatsächlich auch mit drin. Rain. Du, 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 du. Du, 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 du. Es war irgendwo in der Nähe von irgendeinem Ding hier, von so einem Teil. Vielleicht sogar das hier, ich bin mir nicht sicher, wir fahren mal nach hier. Kann ich das hier nicht einfach auswählen? Tollhands Basis. Hier. Ja komm, was soll's. Es ist auf einer SSD gespeichert. Es geht schneller, das zu laden. Ausnahmsweise geht das tatsächlich schneller zu laden, als wenn wir da hinfahren.